Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben uns in das Raketensilo bewegt. Und genau, wir mussten jetzt hier diese dritte Energiedatendisk uns besorgen, quasi. Und genau. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, die haben wir hier in diesem Raum gefunden. Hier geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie in unsere Zeit zurück. Weil wir wissen ja vom letzten Mal noch, dass wir hier gefangen sind in der Zeit und keine Überlebende mehr gefunden haben. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur irgendeinen Weg finden, uns einen Zeitsort zu bauen und in unsere Zeit zu gehen. Gut, Leute, dann gehen wir direkt los wieder aufs Startfeld und mal gucken, was jetzt passiert. Musik ist aus, okay. Musik ist aus. Oh, Cutscene, okay. Oh, nee, Leute. Nicht schon wieder der. Darf ich vorstellen, Leute? Ein Gigantosaurus. Heftig. Dylan! Dylan, you scared me. I finally found the third energy data disk. Great. Now we can get out of here. I brought the patrol ship around behind the building. Come on, let's go. What? It's our Cyclops friend again. It can't be. That T-Rex is already... Attack on missile launcher confirmed. Activating emergency interception mode. Missile will launch in 10 minutes. Evacuate immediately. The computer's malfunctioned. This is not good. Where's the control panel for the missile? It's inside the warhead. I'll go in and shut off the controller. You go ahead and evacuate. Okay. You be careful. Oh mein Gott, Leute. Oh, Raketensilo innen. Es wird spannend. Oh ja. Liebe Leute, oh ja. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. So. Du hast 10 Minuten, um das Notfallprogramm des Sprengkopfes abzubrechen. Der Schlüssel zum Erfolg gegen den großen Saurier besteht darin, das Injektionsterminal mit dem brennbaren Gas auf den Gang zu benutzen.
Ja, ihr seht, 10 Minuten. Ich habe ja gerade mal ein Safe State gemacht, weil es könnte sein, dass das nicht funktioniert. Und wir müssen jetzt gegen die Gigantosaurus kämpfen. Oh mein Gott. Mit diesem Gerät kann man die Rakete mit Gas befüllen. Und dann ist der Anschluss zur Rakete entfernt. Möchtest du diesen Schalter bestätigen? Ja, und wartet mal. Waffe. Ah, ich brauche eine andere Hauptwaffe. Wir brauchen nämlich unseren Elektroschocker hier. Und genau. Und. Ah, so. Genau, Leute. Schaut euch das an. Oh, vor dieser Szene hatte ich irgendwie Respekt gehabt schon von Anfang an. Gigantosaurus, komm. Ich brauche da hinten den. Wir müssen diese Dinger hier nämlich benutzen und dagegen. So, oh, wunderbar. Sehr gut, Leute. Ja, da freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Dino Crisis 2. Und wie wir jetzt hier gegen den Gigantosaurus genau, uns vorarbeiten. Und, oh scheiße, da ist nix. Da ist nix. Oh verdammt. Nein, es sind nur die beiden. Alter. Bitte was? Hat dem jetzt mit einem Biss die Hälfte meines Lebens abgezogen? Wow. Wow. Und geh weg. Oh, geh weg. Boah, wartet mal. Ja, wir sind in dem Hauptsilo. Wartet mal. Ich muss mich mal heilen. Kleines Medipack. Und... Oh, diese Mucke, die wird auch so episch gerade. Boah, geil. Gut, Leute, wir haben noch 9 Minuten 15. Alter, boah. Huiuiui. Gigantosaurus. Bei dem hat noch gar keiner überlebt. Der dem begegnet ist. Und wir machen hier echt einen guten Job für dich. Nicht schlecht, Leute. So, wir müssen ja diese Dinger hier benutzen. Um den hier... Ach, da... Nein! Ah, scheiße! Scheiße, schnell! Oh, Gott sei Dank. 30.000 Punkte. Wir haben einen Gigantosaurus gelegt. Meine Güte. Okay, was nun? Wir müssen diese Rakete deaktivieren, ne? Oh ja, genau. Wir können das wieder auf die Startrampe. Ah, genau, okay. Sehr schön, Leute. Das heißt... Schnell. Ja. Ja, Leute. Ziemlich hektische Folge, aber... Müsste großes Medipack. Ja, nimm das große Medipack. Hier auch noch eins? Ja, okay. Dann lass liegen. Dann lass liegen. Gut. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt hier diese Maschine bedienen, liebe Leute. Der Strom für die Brücke ist momentan abgeschaltet. Das Programm zum Neustart des Stroms wird auf dem Bildschirm angezeigt. Möchtest du das Programm neu starten? Ja. Und jetzt müssen wir nämlich das gleiche Spielchen machen wie vor der Unterwassereinrichtung. Einfach hier diese Dinger. Ja. Einmal draufhauen. Und das geht, glaube ich, am besten, wenn wir so in der Mitte stehen. Ne, dann brauchen wir sich einfach nur einmal mit der Pfeiltaste drehen. Und dann passt das. So, seht ihr das? Die Reichweite von dem Ding, die ist ja relativ hoch. Bam. Sehr gut. Genau, wir haben eine gute Position. Oh, zwei. Zwei. So. Das war gemein gerade. Auf beiden Seiten. So. Na komm schon. So. Jetzt gleich wird's spannend. Ja. Okay. Ich glaube. Ja, wieder so eine Szene. Und hier. Und hier. Und da. Und da. Oh. Okay, letzte Stage hier. Ah, das war's. Okay. Ha, wunderbar. Ah, perfekt. Leute, perfekt. Du brauchst das nicht mehr zu benutzen. Okay. Das heißt, Leute, wir sind hier an dieser Startrampe. Diese dritte Energierakete. Und da unten liegt der Gigant. Der Zyklopenfreund, wie Dylan so schön sagt. Und wir müssen jetzt einfach hier hoch. Los, schnell. Da ist ein Aufzug. Ja, hoch, los.
Wir sind oben an der Rakete und wir müssen jetzt entschärfen. Oh mein Gott, Leute, als Frau. So, was ist das hier? Das ist das Kontrollterminal für den Sprengkopf. Du kannst damit die Klappe des Sprengkopfs öffnen. Möchtest du das Kontrollterminal... Ja, klar. Boah. Boah, Raketenwissenschaft hier. So, dann... das Notfallprogramm ist aktiviert. Möchtest du das Programm... Stopp mir bitte. Oh, das Notfallprogramm wurde deaktiviert. Och, Gott sei Dank. Du brauchst das nicht mehr zu benutzen. Boah, wir sind ja als Frau quasi... Ja, hier oben hingegangen und haben die Rakete entschärft. Während Dylan sich die Leute evakuiert hat, ey. Oh mein Gott. Gut. Leute, alles klar. Karte. Missile-Silo, Raketen-Silo. Ja, okay. Das heißt, wir müssen wieder hier raus, ne? Dort liegt der Zyklopenfreund. Oh, wieder neue Cutscene. War doch klar, dass der nicht tot ist, ey. Der ist doch so aggressiv. Na ja, gut. Oh. Ja, die Rakete ist nicht mehr. Genau, Leute. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ach, auf der anderen Seite. Okay, Leute, alles klar. Dann brauche ich aber... Kriege ich da Schaden? Nö, okay. Dann brauche ich hier aber unbedingt erstmal... Muni auf jeden Fall. Nee, gib mir bitte Raketenwerferschuss. So. 200.000 Punkte, ey. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Gut, liebe Leute. Dann müssen wir jetzt hier raus einfach, ne? Dieses Terminal verwaltet die Daten der großen Rakete. Wegen des Feuers kann man nichts im nächsten Raum erkennen. Okay. Wir sind wieder Regina? Ja, wir bleiben Regina. Okay. Gut, dann hier runter wahrscheinlich. Hier rein, okay, gut. Zugang Hintereingang. 1. Ah, wir gehen zu Dylan. Ah, okay. Ich verstehe schon. So, Leute, jetzt seht ihr das. Jetzt laufen hier auch diese Dinos rum. Wartet mal, da brauche ich jetzt echt den Raketenwerfer. Weil ich habe ja nicht die zwei... Doch, ich habe die Kettenmine. Ich habe die Kettenmine. Wartet mal. Ich habe die Kettenmine. Das heißt, Kettenmine und raus hier. Okay, gut. Dann, das heißt, ich kann hier... Dann hier... Ah, bababababam. Sehr gut, Leute. Ja. Hier kommen jetzt diese Dinos. Ach du Scheiße. So. Dann schießt ihr mit dem Bauch. Sehr gut. Kann ich hier irgendwas machen hier? Nee. Ach du Scheiße. Was? Was? Der steht nochmal auf? Warum stand der denn jetzt nochmal auf? Okay, alles verbrannt. Okay, alles am Brennen hier. So, Leute, ich muss aber ganz kurz mal eine kleine Pause machen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. ja, ich musste einfach mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Und genau, wir machen jetzt hier weiter diese Instrovanzenia oder wie die heißen, platt. Und, jawohl, wie gut, dass wir die Kettenmine auch mit Regina haben, ey. So, kommen jetzt noch mehr hier? Da kommen jetzt wahrscheinlich laufend hier die Dinussen an, ne? Ja, ba-ba-ba-ba-bam! Puh, das war knapp. Das war knapp. Ja, ba-ba-ba-ba-bam. Sehr gut. Kommen jetzt noch mehr hier, oder?
Wir haben's. Okay, ah, cool, Leute, wir haben's. Und ja, wir sind tatsächlich auf dem Weg zum Hintereingang, wo Dylan auf uns wartet. Und wir müssen jetzt hier in diese Tür rein. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, Zugang Hintereingang 2. Und weiter geht's hier. So. Alter, was soll... Ach, verdammt. Scheiße. Ja gut, Leute, ist jetzt egal mit keinem Schaden. Wir haben eh genug Punkte. Also von daher passt das schon. 2? Wie 2? Kann ich die einfach... Ach, schaut euch das an. Nee, kann ich nicht. Das ist Muni-Verschwendung. Okay. Das ist Muni-Verschwendung, liebe Leute. Ah, hinter dir. Da. Okay. Und mach. Genau. Und lauf. Boah. Oh, sehr gut, Leute. Das war ein geiler Move, finde ich. 1200 Punkte pro Dino. Meine Güte. Wow. Die sind aber flott hier. Oh, Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Alter, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mal schneller und... Bam, hier. So. Und mach beide weg. Genau. Einfach draufballern auf die Scheiße. Instrovenzern, wie wir... Ach du Scheiße. Und wieder diese Situation, dass die mich hier einkesseln. Oh, Mann. Aber wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja, komm. Hört auf zu maulen hier und komm her. Oh, 2. Wieder. Kommen jetzt wieder noch mehr raus hier. Ja, da kommen noch mehr raus. Cool. So, und dann babababababam. Und hier und. Jawoll. Sehr schön, Leute. So, und dann hier noch. Ah, na komm. So. Babababababababab. Sehr gut. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Und. Bam. Hey. Bam. Hab ich gesagt. So. Da ist noch einer. Da sind noch 2. Wie viele kommen denn hier, sagt mal. Wie viele soll ich denn hier noch platt machen? Haben wir es jetzt bald mal. So, hier sagt es ja nämlich gar nichts. Karte. Wir sind gleich wieder raus. Oh mein Gott. Und wir haben die dritte Energiedaten. Und wir haben den Raketenstart verhindert. Sehr gut. Okay, Leute. Ich glaube, Startfeld Hintertür. Oh, was soll... Okay, geschafft. Cutscene, Leute. Are you okay, Regina? Get on, quick. Oh, give me a break, man. We're dead. We have to get as far away from this place as possible. Let's head down the river. Okay, Flussschleuse. Okay, geschafft. Wir haben das Raketensilo hinter uns gebracht. Und oh, neue Cutscene hier. Great, the water gate's closed. We can't go any further. Wait, there's a valve. Maybe we can open the gate manually. Whoa, let the men handle this. Let's go, bro. Fine. You boys, play nice now. Ja, lass die mal spielen. Ist okay. Okay, up there. Right. Ja, Leute. Well, here goes. Oh, Dinos, Leute. Nächstes Minispiel. Während David die Schleuse öffnet, gib ihm mit dem Geschütz oben vom Wachturm aus Deckung. Ganz genau, Leute. Ja, der David, der ist aber ein bisschen... ach, direkt getroffen. Das ist aber nicht wahr. Ja, Leute, wir müssen jetzt hier einfach die Dinos hier platt machen. Ach, und die Steuerung, die ist ein bisschen... einfach gedrückt halten hier. So. Wir müssen dem hier Feuerschutz geben, damit er da das Tor öffnen kann. Okay, Leute. Hat er den direkt am Anfang mal getroffen. So. Hier oben kommen auch welche raus. Da oben, genau. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank.
So. Ja, David ist manchmal ein bisschen pessimistisch, habe ich das Gefühl hier, ne? Der ist pessimistisch. So, die Dinos, die fliegen hier weg. Sehr schön. Und er hat es gleich geöffnet. Warum treffe ich nicht? So. 15er. 16er. 17er Kombo. Oh mein Gott. Hier kommen ganz schön viele Viecher an. So. Das ist cool, Leute. Das ist echt wieder sehr innovativ hier. Das war's. Sehr schön, Leute. Wunderbar. Nur weil ich dich beschützt habe, Kollege. Bingo! Dylan, let's go back. Watch out! Allosaurus! Nö, Leute, ich schaffe jetzt nicht gegen den Allosaurus zu überleben. Was soll das denn? Unbekanntes Gebiet 1. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Ja, David ist tot, Leute. What did you say? Home. Was? Okay. I don't understand. You want me to come with you? Okay, Leute, höchst interessant, was hier gerade passiert ist. Also, ja, David ist tot. Scheinbar, weil er es nicht geschafft hat, gegen einen Allosaurus zu überleben. Was wir mit Panzerknacker mit 3 Schüssen platt gemacht haben, aber gut. Und, Dylan ist jetzt hier mit dem Fluss getrieben. In irgendein unbekanntes Gebiet. Und, keine Ahnung, wo Regina ist. Und, ja, wir haben jetzt hier dieses Mädchen gefunden und beschütze das Mädchen vor den Dinosauriern und suche einen Weg aus dem Dschungel. Allerdings, liebe Leute, ja, das ist alles höchst interessant und ich glaube, wir gehen auch jetzt aufs Finale zu. Das heißt, die nächste Folge wird tatsächlich das Finale. Oh mein Gott, das geht jetzt echt schnell. Und ja, liebe Leute, wie es jetzt im Finale weitergeht, das wird höchst interessant, das kann ich euch sagen. Allerdings, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal und wie wir jetzt hier das Mädchen begleiten. Und ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzähl sie gerne weiter. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.